gesagt, dass er ständig informiert wird, war aber natürlich. Sie kämpfen um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Die Familien, die für SSI Schäfershop in Betzdorf arbeiten. Mit dieser Aktion wollen die Beschäftigten und Verdi zeigen, dass hinter den unmittelbar leidtragenden Familien mit vielen Kindern stehen. Hunderte von Menschen versammelten sich nun in der Innenstadt. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Hendrik Hering sprach in Betzdorf zu den Mitarbeitern der von Lohndumping bedrohten Firma Schäfershop, zu ihren Familien und vielen Bürgern der Stadt. Unternehmen dürften nicht immer nur nach den besseren Bilanzen schauen, rief der Minister ihnen zu. Bei Entscheidungen gehe es um Menschen und ihre Schicksale. Für Betzdorf wäre es ein erneuter herber Rückschlag bei der Sicherung des Standortfaktors. Sehr bedauerlich, dass erneut in Betzdorf Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, nachdem Wolfgeräte geschlossen hat, bis auf wenige Restarbeitsplätze. Es ist bedauerlich, dass erneut in dieser Region viele Arbeitsplätze verloren gehen sollen. Und deswegen hoffen wir, dass die Gespräche, die zwischen der Gewerkschaft, dem Betriebsrat und der Unternehmensleitung geführt werden, hoffentlich dazu führen, dass vielleicht auch andere Lösungen möglich sind. Denn wichtig ist, dass diese Arbeitsplätze erhalten werden. Wir wissen, dass Schäfershop vom Grunde sich zur Region bekennt, auch weiter in den Standort investieren will. Das ist wichtig, um den Standort zukunftsfähig aufzubauen. Und wir hoffen, dass die Gespräche ergeben, dass möglichst viele der Arbeitsplätze hier erhalten werden können, denn Betzdorf braucht dringend diese Arbeitsplätze. Arbeitnehmer der Firma Schäfershop kämpfen auch mit diesem Familientag gegen die Verlagerung ihrer Arbeitsplätze, gegen Lohnkürzungen und drohende Arbeitslosigkeit. Bei der Großkundgebung in der Fußgängerzone hatten sie dieses Mal ihre Partner und Kinder mitgebracht. Das Motto der Protestaktion lautete: Schäfer schlachtet seine Herde und seine Lämmchen. Die Mitarbeiter wehren sich dagegen, in eine neue Gesellschaft nach Burbach wechseln zu müssen. Damit verbunden sind Entlassungen von mutmaßlich um die 100 Kollegen bzw. Gehaltssenkungen um die 20%. Die Auswirkungen für die Region sieht der Minister kritisch. Dann verliert natürlich die Region auch Kaufkraft durch den Weggang der Arbeitsplätze. Es wird durch die neue Gesellschaft auch zu Lohnreduzierungen führen. Das ist zwar auch ein Tarifvertrag, der in der neuen Gesellschaft gelten soll, aber die Arbeitnehmer müssten auf nennenswerte Teile ihres Einkommens verzichten. Auch da wird es Gespräche geben. Da würde sich aber auch für den Wirtschaftsminister Zurückhaltungen zu üben, wenn zwischen Tarifvertragsparteien Verhandlungen im Gange sind. Erst verschieben, dann fliegen. So brachte ein Betroffener es auf den Punkt. Gewerkschafter, Politiker und Abgeordnete stellten sich an die Seite der Demonstranten. Bereits im Vorfeld gab es prominente Unterstützung. Kurt Beck gehörte zu den Erstunterzeichnern einer Unterschriftenaktion. Andrea Hess, stellvertretende Verdi-Chefin Rheinland-Pfalz, will mit DGB und IG Metall für den Erhalt der Arbeitsplätze kämpfen. Die Gewerkschaften sprechen sich jedoch gegen eine Lohndrückerei aus, bei der Einkommen durch Verschieben der Arbeitsplätze gesenkt werden sollen. Bürgermeister Bernd Prato sorgt sich um die Beschäftigten. An diesen Beschäftigten hängt ja unheimlich viel dran. Das geht um Kaufkraft, es geht um Lebensqualität, es geht um Schicksale, Familien. Alles das spielt da eine große Rolle. Und Betzdorf als eine Region, die wirtschaftlich am stärksten im Kreise Altenkirchen anzusehen ist, schmerzt das insbesondere überproportional stark. Wir haben, das ist sicherlich ein Nachteil dieses Standortes, relativ große Unternehmen hier am Ort gehabt, während andere Unternehmen eine Vielzahl von kleineren haben, damit weniger anfällig geworden sind. Aber wir spüren das jetzt enorm und wir werden uns daher in den nächsten Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigen müssen. Wir tun es zurzeit schon, aber wir müssen dem Thema noch mehr Engagement in Zukunft widmen, dass wir hier Arbeitsplätze, qualitativ hochwertige neue Arbeitsplätze schaffen, damit wir das wieder auffangen können, was uns da im Moment und in der Vergangenheit weggebrochen ist. Viele Arbeitsplätze sind in der strukturschwachen Region bereits weggefallen. Für Betzdorf sind die Auswirkungen dramatisch. Diese Entwicklung unwahrscheinlich große Auswirkungen, wenn Sie alleine sich eine Zahl vor Augen führen. Vor wenigen Jahren hatten wir in Betzdorf noch etwa 7.500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Diese Zahl hat in den letzten 5 Jahren um etwa 1.500 Beschäftigte abgenommen. Wobei natürlich Wolf, Schäfer
und auch andere große Unternehmen hier vor Ort, Faurecia, dazu beigetragen haben. Der Bürgermeister hat auf die alarmierenden Zahlen bereits reagiert und die Weichen für die Zukunft gestellt. In einem neuen Industriegebiet soll investiert werden in zukunftsfähige Technologien. Wir haben vor einigen Jahren hier in Betzdorf ein altes Industriegelände gekauft, in Klammern Firma Lamperz. Das sind wir jetzt am Neustrukturieren, auch mit Hilfe des Landes. Wir haben da schon eine Förderzusage. Wir werden uns da intensiv bemühen, an dem Platze genau das dort zu platzieren, was uns hier als Zukunftschance signalisiert worden ist. Und das ist insbesondere die IT-Branche und die kunststoffverarbeitende Industrie, die hier in der Region doch auf relativ gute Basisdaten zurückweisen können. Und das werden wir in Zukunft dort versuchen zu implementieren. Für Schäfer-Shop ist das Zukunftsmusik. Wie es dort weitergeht, steht noch in den Sternen. Die Bundestagsabgeordnete Sabine Betzing-Lichtentäler sieht die Auswirkungen für die Region kritisch. Das Schlimme ist, dass diese Region schon vor Jahren gebeutelt wurde durch verschiedene andere Firmenschließungen, zuletzt eben hier auch Wolfgeräte. Schäfer-Shop hat schon zwei Maßnahmen hinter sich und jetzt kommt die dritte. Die Region bröckelt allmählich auseinander und es geht vor allen Dingen hier um Menschen und deren Familien. Es sind ja nicht nur in Anführungszeichen 100, 200 Arbeitsplätze, da stehen ganz viele Menschen und Familien hinter und das sind Schicksale. Und das bedeutet für die Region auch wirtschaftlichen Verlust, das muss man so sagen, neben dem menschlichen Schicksal. Ein Kinderspiel ist es nicht, einen neuen Job zu finden. Es droht Landflucht. Berufspendler werden der Region den Rücken kehren, um eine neue Arbeitsstelle anzutreten. Also es ist ganz schwierig. Die meisten würden wahrscheinlich dann anfangen zu pendeln in den Siegener Raum oder in den Köln-Bonner Raum. Allerdings muss man auch sagen, da pendeln bereits jetzt schon viele Menschen hin. Wie gesagt, wir sind in den letzten Jahren ja auch schon von verschiedenen Werksschließungen, Firmenschließungen betroffen gewesen. Die Menschen, die da neue Jobs gefunden haben, die sind in der Regel in die Rheinschiene gegangen oder ins Siegerland. So üppig ist das Angebot nicht. Und es muss uns auch was daran liegen, hier vor Ort Arbeitsplätze zu erhalten. Wir wollen nicht nur Wohn- und Schlafstätten sein, sondern wirklich auch noch pulsierende Städte. Und da gehört auch eine Industrie zu und da gehören auch Arbeitsplätze dazu. Deswegen ist es so wichtig, dafür zu kämpfen. Wie es nun weitergeht, ist noch nicht abzusehen. Die Beschäftigten wollen um ihren Arbeitsplatz kämpfen. Denn sie sind jahrzehntelang mit diesem Traditionsunternehmen verbunden. Und in einer strukturschwachen Region findet man nicht so schnell einen neuen Job. Doch müssen Arbeitnehmer auch von ihrem Lohn ihre Familien ernähren können. Lohndumping kann nicht die Lösung sein. Aber auch die Unternehmen stehen vor einer schwierigen Lage. Durch die Globalisierung sind drastische Umsatzrückgänge und der Verlust von Marktanteilen zu verzeichnen. Unternehmen müssen jedoch wettbewerbsfähig bleiben, ihre Kosten reduzieren und die Rentabilität erhöhen. Die Verhandlungen dürfen nicht nur heiße Luft sein, sondern sollten eine tragfähige Lösung für alle Parteien bieten.